Wenn du auf der Titanic wärst und den Eisberg sehen würdest, würdest du nicht versuchen, das Schiff in eine andere Richtung zu lenken? Perfekt! Hey, morgen. Ach, hi. Shut up! Ach, hi. Hey! Guten Morgen. Guten Morgen. Ob die kleinen Kinder oder die Erwachsenen, wir probieren immer irgendwie dazuzugehören. Wir probieren das durch Kleidung, Musik, gemeinsame Interessen, Hautfarbe, Sprache oder virtuelle Realität. Dabei kennen die wenigsten überhaupt seinen Nachbarn und gehören nicht mal in dem Haus, in dem sie leben, dazu. Doch wir wollen unbedingt die Schuhe tragen, die die Stars tragen. Wir wollen unbedingt das Smartphone haben, was in der Werbung kam. Wir wollen dieselbe Musik hören, die im Radio lief. Und wir wollen unbedingt dieselben Wörter sagen wie die coolen Leute. Wir wollen uns unbedingt mit unserem Umfeld identifizieren. Wenn ich dir sage, geh zum Meer und hol mir ein Glas voll blaues Wasser, dann wirst du dein ganzes Leben lang damit verschwenden. Denn das Wasser ist eigentlich klar. Erst wo die Meere sind, da verfärbt es sich dazu. Genau so sind wir Menschen auch. Egal welche Kleidung ich trage, Hautfarbe ich habe, welches Geschlecht ich vertrete, welche Sprache ich spreche oder an welche Religion ich glaube. Wir sind ganz klar Menschen. Wir lassen uns erst im Laufe des Aufwachsens damit befüllen, an was wir glauben oder was richtig und falsch ist. Ich nenne euch ein Beispiel. Steckt ihr ein Kleinkind in denselben Raum mit einem Löwen, einem Affen und einem Hähnchen, dann weiß das Kind nicht, welches Tier es nun essen soll und welches nicht. Es würde alle drei umarmen. Doch sobald wir erwachsen sind, essen wir ohne zu zögern das Hähnchen. Wir kaufen es sogar schon fertig verpackt und eingeschweißt. Doch, wer von euch ist wirklich bereit, ein Hähnchen zu töten? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum? Ein anderes Beispiel wären die Babys, denn wenn sie andere Babys schreien hören, dann schreien sie mit. Wenn Babys das Gefühl des Schenkens kennenlernen, dann wollen sie gar nicht mehr nehmen, sondern sie schenken viel lieber, denn sie bekommen dabei ein viel besseres Gefühl. Genauso fühle ich mich besser, wenn ich der Grund bin, wieso der vor mir lacht. Und ein Lächeln ist so einfach zu bekommen, wie mit einem guten Morgen, mit einem "Wie geht's dir? Bist du wieder gesund? Kann ich dir helfen? Mensch, du siehst aber heute gut aus. Diese Jacke gefällt mir. Woher hast du die? Oh, du hörst auch Eminem? Großartig. Mann, das ist ein wirklich schönes Foto von dir. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Die kleinen Dinge sind die, die am meisten zählen. Die kleinen Dinge sind die, woraus sich die großen zusammensetzen. Eine kaputte Ehe fing mit einer Kleinigkeit an. Ein Krieg begann zwischen einer kleinen Meinungsverschiedenheit zweier Männer. Ein Traum starb wegen einem kleinen Gedanken, dass es nicht zu schaffen sei. Eine Welt vergisst, da ein kleiner Mensch es nicht für wichtig hielt, seinen Nachbar zu beachten. In einer Welt, in der wir vorrangig nur an uns denken und unseren Gewinn sehen, vergessen wir, dass wir nicht alleine atmen. Deine Familie, Freunde, Nachbarn, Mitarbeiter, Arbeitgeber und ja sogar der Obdachlose auf der Straße atmet dieselbe Luft wie du. Ja, in ihnen schlägt ein Herz wie in dir. Sie fühlen genauso Hoffnung und Schmerz wie du. Also wieso behandeln wir uns gegenseitig auch nicht so, wie wir behandelt werden möchten? Wieso denken wir, dass wir besser sind als der Junkie in der Ecke, der sein Leben verschwendet, oder schlechter als Steve Jobs, der seinen Traum gelebt hat? Wenn euch niemand gesagt hätte, eure Hautfarbe wäre schwarz oder weiß, wer wärt ihr dann? Schwarz oder weiß oder blau? Also nochmal, wenn du auf der Titanic wärst und den Eisberg sehen würdest, würdest du das Schiff nicht in eine andere Richtung lenken wollen? Eure Meinung hierzu würde mich sehr interessieren. Also schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns privat. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Wir sind Kinder der Sterne, somit haben wir das Potenzial, wie diese zu leuchten. Also geht da raus und leuchtet. Und damit, meine Freunde, leben wir los. Perfekt!